mit der Hand. 25% Energieersparnis, bedingt dadurch, dass die Zirkulation der Luft im Trockner natürlich angetrieben wird. Sie sehen es, die Wulzis laufen mit, trennen die Wäsche und dadurch sparen sie Zeit, Energie und Geld. Die Wärme nimmt sie auch auf und das möchte ich Ihnen auch gleich mal zeigen. Ich mache sie mal auf, ja? Drei Bälle kriegen Sie nach Hause. So, ich hole jetzt mal einen Ball raus. So. Gleich helfen geht's. Halten Sie mal fest. Oh, der ist warm. Ja, sicher ist der warm. Und jetzt gucken wir mal, wie warm. Das habe ich meinem Küchenchef aus der Küche geklaut. So, jetzt machen wir ihn mal an. Moment. Sie haben den Chef? Ja, ach so, der Küchenchef, das ist... Ach so. So, jetzt machen wir mal an, Fahrenheit. So, jetzt geht's los. 27 Grad hat der Ball jetzt und wir haben gerade mal eine Viertelstunde drin. Der würde normalerweise bis auf 34 Grad aufheizen. Das ist unglaublich. Und wir sprechen von dem Inneren. Dieses Thermometer geht ins Innere. Und jetzt geben Sie mal den kalten Ball her. Der wird so bei 17 Grad sein. Jetzt geht er ganz flott runter. Jetzt hat er die Wärme von hier. Sie leuchten, die Gisela leuchtet die ganze Zeit in diese komische, hier in diese Wäschetrockner hat sie reingeleuchtet. Ja, genau. Also nochmal, das ist der, den wir tatsächlich benutzt haben. Und das ist der, der im Raum ist. Ich muss nur nochmal riechen. Wir müssen das jetzt nochmal erklären, Gisela. Gerne. Ich nehme diese Bälle. Einfach rein. Ich nehme diese Bälle, packe sie rein. Rein. Und das war's. Für circa 3 Kilo, 3 Bälle, ne? Ja, man kann auch 4 Kilo nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Dann stelle ich die Maschine an und man wird sehen, wie die Wulzis die Wäsche auseinanderbringen. Die Luft kann besser zirkulieren. Wenn da Fusseln dran sind, die werden durch die Wulzis von der Wäsche getrennt. Teilweise bleiben sie an den Wulzis hängen, brauchen sie einfach nur abnehmen, das war's. Und bringen sie dann hier unten in den Auffangbehälter für die Fusseln. Der Wulzi ist für mich ein Phänomen. Ich hatte vorher noch nie Trockenbälle, habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und als ich sie dann bekommen habe und ausprobiert habe, ich bin mehr als begeistert. Wenn ich nur meine Handtücher und meinen Bademantel zu Hause sehe, ich habe sie ja getestet, nicht nur im Restaurant, auch zu Hause. Dieser Unterschied war so gravierend. Das ist mit Wulzi gemacht. Das ist mit